Gehen bedeutet ständige Gewichtsverlagerung von einer Seite zur anderen und zugleich nach vorne. Wer beide Beine zu festen Säulen macht, tut keinen einzigen Schritt. Dem Gleichgewichtssinn, der duldet, dass wir ein wenig aus der Balance kommen, aber nicht zu stark und nicht zu plötzlich, kommt größte Bedeutung zu. Zugleich melden andere Sinnesfühler Druck- und Lageveränderung. Je mehr Sinnesorgane wir ausschalten, desto unsicherer werden wir. Beim Einbeinstand fehlen auch Informationen aus den Fußgelenken des zweiten Beins. Damit gilt, eine Bewegungsaktivität beginnt immer damit, dass wir Gewicht verlagern. Und wir müssen, wenn wir uns gemeinsam bewegen wollen, zusätzliche Unterstützung vorsehen, wenn der andere in seinen Sinnen eingeschränkt ist. Das Prinzip der Gewichtsverlagerung, abwechselnd von rechts nach links, nutzt die Kinästhetik für jede Veränderung der Position im Raum. Aus dem Sitzen heraus ebenso, wie wir es beim Stehen mit Drehung oder beim Verlagern im Bett gesehen haben. Setzen Sie sich mal nach vorne. Wunderbar. Und halten sich fest an mir mit dem Arm. Na, noch ein bisschen weiter rüber. Richtig den Ellbogen auch über meine Schulter. Transfer mit einem Heimbewohner, der einen Schlaganfall erlitten hatte. Seine linke Körperseite ist weniger aktiv, die Körpersinne sind entsprechend beeinträchtigt. Schritt. Gerade deshalb ist wichtig, dass die Aktionen langsam ablaufen und damit eher nachvollziehbar sind. Jede seiner Reaktionen wird in das Bewegungsgeschehen einbezogen. Wir hören, wie die beiden miteinander sprechen und wir sehen ihren Bewegungsdialog. Ihre Aktionen sind in jeder Phase aufeinander bezogen. Nee, tun Sie die aufs Bein und rollen Sie langsam ins Bett rein. So. So langsam geht das nicht. Ach doch, das geht schon. Schon. Übrigens, mit Turnschuhen geht der Heimbewohner sonst nicht ins Bett. Er hatte sich bereit erklärt, diese Bewegungsaktivität für die Aufnahmen mitzumachen, ohne zusätzliches An- und Ausziehen der Schuhe. Auch das Bett steht nur für unsere Demonstrationen parallel zum Fenster. Kissen mit, das Bein, eine Rolle leicht auf die Seite. Gibt's hier einen kleinen Schritt und hier gibt's Kissen. Also dann jetzt rolle ich Sie ein bisschen zur Seite und dann machen Sie mit dieser Körperseite einen Schritt. Und dann machen wir das auf der anderen Seite. Und können Sie ein bisschen mit hochschieben. Schieben Sie mal mit dem Fuß. Ja, genau. Und jetzt mit dem Bein. Jo, jetzt sind Sie oben. Ja, danke.